Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zum Background. Und eine Menge Hall. Jetzt, wo der Greenscreen und die Couch weg sind, habe ich hier ultra viel Hall drin. Und alles ist so leer. Ich sage euch mal ganz kurz, der Greenscreen liegt gerade noch da unten rum und da ist auch noch so eine Schachtel. Ich dachte mir, also der Hauptplan ist es, oder war es, im Hintergrund irgendwelche coolen Sachen zu haben. Unter anderem eben auch welche von Videos oder von Streams, wo man sich dann wiedererkennt oder in denen man eine Situation wiedererkennt, die wir hatten und so weiter und so fort. Übrigens kommt gleich noch Counter-Strike, keine Sorge, ich habe hier alles vorbereitet. Aber ich verdecke sehr viel, wenn ich hier vor euch sitze. Die Kamera muss eigentlich woanders sein. Also je näher ich auch komme, desto mehr verdecke ich. Im kleinen Bildschirm wird es auch nicht besser. Ich mache jetzt das Overwatch an, ich habe es selbst schon gesehen und weiß auch schon, was ich drücke. Ich mache es euch jetzt an und ihr könnt dann entscheiden, was ihr drückt, und erzählt derweil dann kurz was zu der ganzen Sache. Und zwar will ich auch wieder mehr mit der VR machen. Ne? Man sieht es hier vielleicht auch, die VR-Brille, sie ist sehr dunkel, unter der Voltec-Box, da ungefähr. Die habe ich seit 2017, glaube ich. Habe ich sie 17 bekommen oder 18? Also ich habe sie schon circa 2, vielleicht sogar 3 Jahre, und ich habe damit ewig nicht mehr gearbeitet. Was natürlich, also natürlich dir misst, ne? Weil die Sachen extrem viel Spaß machen, erstens, und zweitens natürlich auch gut ankamen, zumindest damals. Wenn ich jetzt den Schrank da stehen habe, dann steht er mir so ein bisschen im Weg, weil er stand davor, hier rechts, neben meinem Schreibtisch oder neben den Schreibtischen, und da hat er nicht gestört, weil er extra in der Nische stand. Das heißt, ich könnte hier so ungefähr, hier ist die Mitte, ich habe dann in alle Richtungen ungefähr einen Meter, mehr als einen Meter Platz. Da drüben wird ja gar nicht was. Und natürlich hätte ich mehr Platz, wenn der Schrank nicht da wäre. Nur kann ich halt da nichts hinstellen. Also dafür ist er ja eigentlich gedacht. Im Hintergrund soll ja irgendwas Cooles sein. Ich könnte sicherlich irgendwelche Lichter oder sowas dahin machen und Sachen an die Wand hängen. Bilder, Poster, Fanmails, Karten und sowas. Solche Sachen. Das könnte ich natürlich anhängen. Das würde nicht so sehr stören wie halt dieser Schrank, gegen den ich dann vielleicht laufe oder mit den Zehen trete, wenn ich mit der VR hier rumkacke. Da wir eh nicht mehr so sehr lange hier wohnen werden, ist es natürlich auch für mich in der Hinsicht schwierig, weil diese Sache ja dann nur noch temporär ist. Übrigens steht da hier eine Weile rum. So. Das ist ja nur noch für ein bisschen. Da ist auch der Elan dann nicht so da. Es ist auf jeden Fall geil, weil meine Couch, die ich da hatte, die war fast 17 Jahre alt. Die war schon ziemlich zerrissen und hat es halt auch irgendwann nur noch gestört. Ein fettes Teil, auf dem ich dann noch Zeug abgelegt habe. Da konnte man nicht allzu viel mit anfangen. Jetzt ist sie weg, jetzt habe ich hier viel Platz, jetzt halt's. Der Greenscreen ist nicht da und ich denke, ich werde den Greenscreen auch wieder aufhängen. Also dann zum Streamen heute Abend, weil irgendwie es sieht noch nicht so cool aus, wie es halt dann mal cool aussehen sollte. Also man hat noch nicht wirklich viel da hinten zu sehen. Und ich habe auch den Stream zumindest nicht dafür ausgearbeitet, dass man irgendwie hier rum, dass ich da einen Kasten habe oder sonst was. Ne? Also ich würde das Ding dann einfach irgendwo hinsetzen und da würde es dann wahrscheinlich auch ziemlich bescheuert aussehen, wenn ich diesen Kasten halt einfach mitten reinsetze. Und ich finde, wenn man keinen Facecam-Rahmen hat, beziehungsweise wenn die Facecam nicht gekeyt ist über den Greenscreen, dann kann man die nicht einfach irgendwo hinsetzen, weil es halt dann dumm aussieht, ne? Wenn man da komplett drin sitzt, ohne einen Rahmen oder irgendwas anderes. Und ja, deswegen müsste ich es vielleicht noch einstellen für den Stream, dass es dann dementsprechend passender aussieht. Übrigens ist heute Abend wieder Livestream, 18 Uhr, ne? Ich denke, dann habe ich wieder den Greenscreen aufgebaut. Natürlich bleibt der Raum dennoch so, wie er ist. Also ich werde jetzt nur der Greenscreen steht mit solchen zwei fetten Stangen einfach im Raum. Ich will sie jetzt nicht holen. So zwei fetten Ständern. Und er ist ja dazwischen gespannt mit einer, oder aufgefädelt mehr auf einer Stange. Von daher ist das ja keine große Veränderung dann hier. Und kein Problem, auf- und abzubauen. Das geht ganz schnell. Also es dauert vielleicht 2 Minuten, dann steht der. Ich hatte ja auch vor mir von Elgato da oben so einen Herunterfahrbahn reinzumachen, also den ich runterziehen kann, nichts Elektrisches. Einfach einen, den ich runterlassen kann und wieder raufmachen kann. Wenn wir hier jetzt noch länger gewohnt hätten, hätte ich aber einfach den gesamten Hintergrund ausgelegt. Also ich hätte die Hälfte des gesamten Raumes ausgelegt mit Greenscreen, um dementsprechend auch richtige Aufnahmen machen zu können, von denen ich schon immer geträumt habe. Also mich wirklich komplett keyen kann. Alles, auch die Füße und sowas, ne? Nicht nur eine Wand, die hinter einem hängt, sondern wirklich der halbe Raum ist dann einfach keybar. Aber da wir hier nicht mehr sehr lange wohnen werden, ist der Elan, das zu machen, natürlich extrem gering. Also gerade das, weil das würde eigentlich keinen Sinn machen. Also von daher werde ich jetzt gucken, dass ich für jetzt noch hier testweise mal da hinten dann irgendwas noch Lichtmäßiges hinmachen werde, dass das so ein bisschen beleuchtet ist, die ganze Chose. Und ein paar Dinge aufhänge. Aber ich denke, für die Streams werde ich
tatsächlich halt den Greenscreen weiterhin benutzen. Weil, ja, es ist irgendwie... Ich weiß auch nicht. Ich muss noch gucken. Es fühlt sich halt auch voll komisch an, weil es gibt ja eigentlich nichts für euch zu sehen. Es ist ja auch sehr klein. Ich müsste ja eigentlich so machen, dass ihr überhaupt erkennen könnt, was im Hintergrund abgeht. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich habe da irgendwelche Bilder oder sonst was, dann ist das, wird das ja auch nicht besser. Könnt ihr auch nicht lesen. Dann auf die Entfernung. Also der Raum ist zwar nicht arg weit. Wir sind jetzt 3 Meter oder sowas Durchmesser überhaupt hier von der Wand zu der Wand. Müssen wir halt mal gucken. Aber das ist zumindest so der erste Stand. Ich habe ja gesagt, ich mache mich dran. Ich habe jetzt gerade das Wochenende, deswegen kam auch die letzten drei. Also wir waren Samstag und Sonntag eigentlich nicht verfügbar. Ich habe mich gestern dran gesetzt. Eigentlich habe ich jetzt nur einen Tag das hier gemacht. Von Samstag und Sonntag war ich einfach generell nicht am Start. Übrigens ist er ein richtiger Lurch, um das mal eben noch so zu sagen. Aber das war dann zumindest der Grund, warum gestern nichts kam, weil ich halt hier umgebaut habe und dann nicht mitten im Chaos aufnehmen wollte. Ich habe jetzt ziemlich viel Scheiß rumliegen gehabt. Habe auch immer noch ziemlich viel Kram da, den ich halt auch einfach noch wegräumen muss, verräumen muss und so weiter und so fort. Viele Dinge, die gar nicht in den Raum gehören, die ich aber hier liegen hatte. Das kennt man ja, ne? Man trägt was rein und trägt es nicht mehr raus. Ja, also nach da geht dann noch ein Stückchen der Raum. Das seht ihr aber leider nicht. Ich kann auch nicht mehr weiter zurück mit der Cam. Ich dachte die ganze Zeit, man sieht dieses Teil, das da, und wollte da dann schon ein kleines Gesicht drauf malen, aber das... Es gibt die Cam einfach nicht her. Ich muss die Cam eigentlich noch weiter zurück machen, aber hier ist die Wand. Da stoßt die andere Wand. Es ist nicht allzu weit. Ihr könnt natürlich gerne sagen, wie ihr das jetzt aktuell so findet und vor allem auch vom Audio her. Ich werde es selbst gleich auch hören, weil ich es auch noch bearbeiten werde, das Video. Wie es für euch vom Sound her ist. Ich denke, es hallt halt doch stark und ich sehe gerade, dass mein Audioaufnahmeprogramm überhaupt gar nicht meine Stimme aufnimmt. Zum Glück macht OBS das. Was macht? Was ist hier los? What the fuck? Ist einfach lautlos. Das raste ich aber gleich aus. Jetzt geht's, na klasse. Dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt gleich im Livestream. Um 18 Uhr geht's los. Das Video wird auch wieder um 18 Uhr erscheinen. Also von daher bis gleich. Und ich hocke mich jetzt auch noch dran und mache die ganzen Trades. Das habe ich am Wochenende halt auch nicht gemacht, weil ich dann weg war. Beziehungsweise samstags haben wir erstmal noch 6 Stunden gestreamt oder 7 Stunden. Also ich war schon am Arbeiten. Also gleich war ich schon am Arbeiten. Ja. Und ich habe jetzt kurze Haare. Ist sicherlich schon aufgefallen. Ich habe jetzt die Sommerfrisur. Sonst habe ich, ne, wie man es bei Männern halt so kennt, hier. Aber ich will nicht so verrückt aussehen, wenn das so lang wächst. Dann sehe ich aus wie so ein Wahnsinniger, wie der von GTA, der Trevor. Okay, gut, bis gleich, ne?